Der Balver Sparkassenleiter Sebastian Richter hatte die Ausstellung im Lüdenscheider Kreishaus gesehen und spontan gedacht, dass diese auch in Balve der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss. Jetzt wurde sie in der Sparkasse eröffnet. Wir freuen uns als Partner des Festspielvereins, langjähriger Partner, diese Ausstellung hier in unserer Hauptstadt in Balve durchführen zu können, um einfach dazu beizutragen, den Bekanntheitsgrad des Festspielvereins in Balve, aber auch über Balve hinaus weiter zu manifestieren und um sehr deutlich zu machen, was für ein Engagement insbesondere die Näherinnen und Näher bei dem Erstellen von Kostümen in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, wieder erfolgreich an den Tag gelegt haben. Und wir sind einfach froh, einen Festspielverein Balve zu haben, der über Balve hinaus so etwas Tolles darstellt für unsere Stadt Balve. Die Ausstellung in der Sparkasse Balve läuft bis zum 3. Juni und ist zu sehen während der Öffnungszeiten der Sparkasse.